Start to play. Ja, also dann mal auf eine schöne Partie und euch herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Was machen wir hier mit? Mal ein Diagonal-Fuseki spielen. Gut. Aber dann trotzdem nicht wissen, was er damit anfangen soll. Er macht jetzt auch ein Shimari, macht er nicht. Das sieht dann doch aber eigentlich okay für mich aus, wenn ich jetzt hier Vorhand bekomme, um da zuerst zu spielen. Tja, was mache ich da? Ah, er spielt das so. Na gut. Na gut. Schneidet er jetzt? Nee, macht er nicht. So, jetzt greife ich hier oder hier an. Ich würde mal den Hohen diesmal wählen. Auch wenn er dann nochmal eine fette Ecke kriegt. Es sei denn, ich spiele jetzt ausgerechnet hier das Nadare Joseki. Aber ich glaube, hier passt das einfach nicht rein für mich. Und das andere eben hier zu blocken und zu decken, passt doch ziemlich gut hier rein. Komm schon wieder auf ziemlich blöde Ideen, habe ich hier den Eindruck. Muss mich wieder dazu zwingen, normal zu spielen. So, jetzt hier einfach die Ausdehnung machen, ne? So, wenn er jetzt da spielt und da, kann ich ja fast schon auf Zentrums-Mojo gehen. Aber vielleicht sollte ich, wenn er das macht, doch lieber erstmal einfach die Ecke nehmen hier. Hm, er macht es tatsächlich so. Ja, nehme ich jetzt die Ecke, gehe ich dahin. Oder was? Ich nehme jetzt auch mal eine Ecke. Ein bisschen unruhig macht es mich schon, dass er da irgendwie jetzt schon 25 ganz sichere Punkte hat und dann noch Komi kriegt. Er spielt so. Hm. Okay. Hier muss ich doch eigentlich umbiegen, oder? Ich denke schon, dass ich das muss. Wenn er da spielt. Die liefe für mich. Könnte ich also bei dem Doppelhane ergibt das Atari Streck dann eventuell auch irgendwie hier in den Rand einsteigen. Oder eben einfach weiterschieben. Oder hier festdecken. Mhm. Es wird schon ein ziemlich fettes Gebiet hier. Das gebe ich gerne zu. Wow. Dann bin ich mal gespannt, wo der Kampf hier enden wird. Jetzt hier spielt. Dich da. Ich
An den Spiel kann ich mit dem hier das noch abdecken. Ne? Er macht es so. Genau da decken, ja. So, jetzt hat er hier unser Mojo doch schon mal einiges verloren. Klar, er hat hier dafür den Ratmut. Den Rand abgedichtet. Oder verhindert, dass ich da irgendwie was mache. Da würde ich auch gerne spielen. Aber ich habe den Eindruck, das ist im Moment nicht so wichtig. Kann ich im Zentrum irgendwie Druck machen? Wir versuchen das mal so. So, einfach weiterschieben. Den kann hier den Rand dicht machen. Wäre ein Plan, aber wie viel geht hier oben kaputt? Wenn ich aus dieser ganzen Anlage hier irgendwie 20 Punkte mache, 30 und dann hier nochmal 20, dann müsste ich aber auch immer noch im Spiel sein. Ja, Problem ist irgendwie hier, dass ich da doch noch so 2, 3, 4, 5 Schwächen habe. Mal gucken, ob wir die irgendwie gefixt kriegen hier. Schön ist das nicht. Schön ist das alles ganz und gar nicht. Ein bisschen unbefriedigend das Ganze. Gucken, ob ich hier noch einen Angriff hinkriege. Also einen profitablen Angriff. So. Hier Doppelhahne oder auch Atari und dann hier spielen, kann ich glaube ich hier schneiden und dann da rausstrecken. Dann ist die Frage, falls er das mit Atari spielt, könnte er hier ja schlagen und mich einsperren. Ist ja auch irgendwie nichts, was mir gefällt, aber er macht es nicht. Gut. Dann kann ich hier strecken und das Ergebnis sollte okay sein, auch wenn er jetzt irgendwie erst hier einen Zug kriegt. Ich muss dann wahrscheinlich hier spielen. Er kann dann hier locker verbinden.
Oder sogar einfach Tenuki spielen, weil er hier immer noch leben kann, ne? Trotzdem ist der Zug hier, glaube ich, dann nicht klein. Der Zug hier ist Endspiel, der Zug ist Endspiel. Der hier wirkt größer, ne? Weil wenn er hier spielt, kann ich ja immer noch von dieser Seite ein bisschen reinspringen. So, also ich bin jetzt so gut wie im Biyomi, er aber auch gleich dann. So macht er das. Ja, da muss ich ja von der Seite spielen, oder? Jetzt kann er hier leben, aber dann werde ich hier hoffentlich stark genug, um dann diese Gruppe wieder richtig angreifen zu können. Wäre da zumindest meine Hoffnung. Das wirkt ein bisschen übertrieben, wenn er hier gespielt hätte. Ich da, dann kann er also mit dem Tigerwachen hier gleichzeitig drohen, den anzubinden oder hier unten rum zu verbinden. Das hätte ich wahrscheinlich gespielt, also selber hier auf dem Zug, wo jetzt Schwarz gerade gespielt hat. An seiner Stelle. Jetzt muss er da ziemlich ums Leben kämpfen. Das sollte mit so Voranzügen hier und Umbiegen und so weiter zwar möglich sein, aber wenn ich da irgendwie hier 2, 3 Züge kriege, die mich stärken. Dann war ich ja eigentlich der Meinung, wird er jetzt hier? Macht er tatsächlich. Wow. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kann ich das so machen? Falls er das Atari gibt, dann hier durchhämmern, squeezen. Habe ich da aber auch noch wieder Schwächen, ne? Vielleicht hätte ich doch lieber da blocken sollen. Hab ein bisschen den Eindruck, als hätte ich es jetzt vielleicht verdaddelt. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two. Yoyomi now starts. Vielleicht aber auch nicht. Nine, da spiele ich erstmal den. Seven, six, five, four, dann muss ich allerdings zurückkommen. Ich kann aber auch noch den spielen. Aber das spare ich mir lieber. Weil zur Not kann ich auch von hier durch, ne? Falls es für die nochmal enger wird als für seine, ist es vielleicht ganz gut, auch diese Option noch zu haben. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 2 Yoyomis left. So. Ja, da muss ich ja einfach mal den spielen. Der will jetzt unten rum verbinden, nehme ich mal an. Kann ich da den hier machen? Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Two Yoyomis left. So, so, so. Er schlägt. Ich spiele hier. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ich will ihn da nicht untenrum verbinden lassen müssen. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie er da zwei Augen machen will. Ich spiele erstmal hier, dann habe ich ja auch schon mal ein Auge.
So, da könnte ich hier schlagen. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Aber irgendwie reicht das vielleicht von den Freiheiten hier oben dann natürlich nicht. Co. wollte ich da jetzt ja eigentlich auch nicht spielen. Wenn er jetzt hier spielt und ich den mache, da er kann hier runterziehen, ich spiele da. Er deckt dann. Dann müsste ich hier rausdackeln irgendwie, ne? 9. Ja, kriege ich da jetzt einen Co. hin oder nicht? Na, erstmal schlage ich hier. Ich hätte erstmal da spielen sollen, ne? Nine, eight, seven, six, five, four. Eieiei. So, er spielt das Atari, ich schlage hier. Jetzt habe ich schon mal ein Auge. Er kann hier auch eins machen und hat dann auch noch hier drei Freiheiten. Ich habe hier aber auch zwei, drei, vier und das Co. Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Last Byo-Yomi. Das Co. gönnt er mir nicht. Dann nehme ich ihm hier die Freiheiten weg. Und dann haben wir da einen Co. Da. Kriege ich doch jetzt erstmal hier ein paar Freiheiten dazu, oder? Ja, das sieht gut aus. Sehr gut sogar. Dann kann ich hier decken. Jetzt habe ich hier vier Freiheiten. Der hat hier nur 1, 2, 3, 4 außen frei. Und die fünfte hier, ne? Und das Co. noch. So. Sprich, wenn ich jetzt einfach hier spiele, habe ich das hier schon mal fix. Das sind dann hier 10, 20, 30, 40, 45 Punkte. Hier nochmal 5 sind 50, 60, 70 Punkte. Sollte ich schon irgendwie bekommen, behalten, was auch immer. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ja. Den nochmal spielen, der Drohung auf den Schnitt und dann einfach hier Punkte machen. Er gibt auf, wunderbar. Spielt noch einen Zug und gibt dann auf. Ja, gewonnen.
Sehr gut. Wie viele Punkte hat er, wenn er irgendwie hier das alles sichert? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 Punkte hätte er auch gehabt. Ne? Und ich habe hier 10, 20, 30, 40, 45, 50, 60. Naja, so viel mehr hatte ich da, glaube ich, dann auch nicht. 5,5, sagt er. Na gut, jetzt kann ich halt erstmal hier sichern und dann habe ich eventuell später, je nachdem wie stark ich hier werde, den Schnitt hier noch, ne? Ja, schwierig. Also, denke, Schwarz steht sicher vorne, aber ich hätte mit Weiß vielleicht noch ein bisschen was versucht. Ja, super. Jetzt schon der dritte Sieg in Folge. Was ist denn los mit mir? Glaubt doch auch keiner, dass das hier mit rechten Dingen zugeht, oder? Leid ist wirklich das ich weiß nicht. So viel anders spiele ich zumindest gewollt auch nicht als in den anderen Partien, aber es ist jetzt in den letzten Partien doch meistens so gewesen, dass der Gegner irgendwie als erster die Kontrolle verloren hat. Also so kam mir zumindest ein bisschen so vor. Muss ja auch nicht sein, dass er da hier gleich da so tief reingeht und dann auch so weiterspielt, dass es ja schwierig wird für die hier eigentlich. Selbst wenn die jetzt leben, also ich hatte hier wie gesagt eigentlich das hier erwartet, sowas und dann hier so. Und jetzt kann ich ja irgendwie, kann das Atari mal geben, aber letztlich muss ich da irgendwie anbinden oder verbinden. Und dann hat er einmal den Sprung hier raus, aber er kann auch ganz einfach erstmal die Punkte da wegnehmen. Und dann stünde es, glaube ich, gar nicht so verkehrt für Weiß, ne? Wie steht es dann hier? Schwarz plus 14,5? Naja, also ich weiß nicht, ob ich dann wirklich schlecht gestanden hätte, aber sagen wir mal, es wäre auf jeden Fall eine knappe Partie gewesen. Vielleicht hätte ich mich schlecht gefühlt. Das führt dann ja meist auch dazu, oder oft auch dazu, dass ich dann schlecht stehe. Na, hier vielleicht 5 Pünktchen weniger oder so, weil ich die ja irgendwie anbinden muss. Wenn er hier 5 Pünktchen mehr macht und hier 5 Pünktchen mehr oder ich hier weniger kriege oder er da. Also ich glaube, die Partie ist auf jeden Fall jetzt hier schwierig für beide. Also das wäre jetzt mal so die gefühlte Partieeinschätzung. Was dann jetzt objektiv die KI dazu sagt, das gucke ich mir dann später mal an. Erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, denkt an den Daumen hoch. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, überlegt mal. Kostet ja nichts. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Ja, und hier noch ein paar Punkte aus der KI-Analyse. Hier hätte Weiß erstmal Atari geben sollen, um da etwas druckvoller sein Mojo zumachen zu können. Schwarz macht allerdings auch ein recht ordentliches Mojo und die Partie ist knapp. Hier hätte auch wieder Weiß etwas druckvoller spielen können. Die drei Steine kommen aber schon irgendwie klar, nur wird Weiß eben im Zentrum auch schön stark dadurch. Und dann ging es bei dem Kampf da so ein bisschen los. Erst habe ich da rechts ein bisschen zu stylisch, glaube ich, versucht, meine Defekte so ein bisschen zu kitten. Und dann habe ich irgendwie verpasst, da oben einfach mal den wichtigen Punkt im Zentrum zu spielen. Letztlich hat Schwarz den verpasst und Weiß hätte jetzt hier aber auch weiter strecken können, da die Treppe ja für ihn läuft. Und dann kam er jetzt langsam zu dem Kampf da oben am Rand. Da hätte Weiß durchaus erstmal ein Auge machen sollen, um dann irgendwie ein Ko aufzusetzen. Ko wäre auch in den Varianten später irgendwie noch das Endergebnis gewesen. Zwar kein direktes, aber Weiß wäre eben auch nicht direkt tot. Wäre da ein Vor- und rausgekommen und die Partie wäre wohl etwas besser für Weiß gewesen, wenn er die Gruppe nicht wie in der Partie dann einfach in einem einfachen Semi-Ei verloren hätte.